Ein herzliches Willkommen, viele, viele liebe Grüße und Dankeschön, dass ihr alle da sind aus Nürnberg. Ich freue mich heute ganz besonders, den Florian Stolz hier noch mit begrüßen zu dürfen. Florian, ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass du heute auch nicht den Weg gescheut hast, nochmal uns in Nürnberg zu besuchen und bei dem Thema Kleinkundenmanagement, ja, einfach auch aus deiner Sicht so die Erfahrung aus der Praxis nochmal ein Stück weit mit auf den Weg zu geben. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine ganz, ganz kurze Vorstellung. Florian, vielleicht magst du nochmal ein paar Worte über dich kurz sagen, zum einen schwingen. Ja, mache ich gerne. Mache ich gerne. Also Philipp, an dieser Stelle auch vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, so ein bisschen aus der Praxis für die Praxis berichten zu können. Ich für meine Person bin seit 11 Jahren in der Branche der persönlichen Schutzausrüstung unterwegs. Das heißt, wir schützen die Menschen bei der Arbeit. Kümmere mich heute als in meiner Position als Vertriebsleiter für den Bereich Sicherheitsschuhe bei Honeywell nicht nur um die Mitarbeiterführung. Es ist ein Team von 5 Leuten aktuell, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also im Dachmarkt, unterwegs sind, sondern bin auch noch verantwortlich für die Forecast-Planung, Budgetplanung, als auch in der Projektkoordination, sowohl für externe Projekte beim Kunden vor Ort als auch für interne Projekte. Und das ist so die Tür gewesen, die mir geöffnet wurde, um heute hier zu sein. Und zwar ist das Thema Inside Sales, so wie es sich bei uns intern genannt hat, über das ich gerne heute so ein paar Dinge aus der Praxis für die Praxis für Sie mitgebracht habe. Aber da kommen wir später noch dazu. Super, wunderbar. Florian, danke dir. Ja, für diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen, zwei Sätze. Philipp Moder, ich bin geschäftsführender Gesellschafter von der Focus und auch der Gründer. Ja, mein Leben ist Vertrieb. Ich habe hier geschrieben Vertrieb X0, einfach vor dem Hintergrund, dass man wirklich immer mit aller Vehemenz daran arbeiten, die modernsten Vertriebsmethoden, Ansätze, Praktiken in unser tägliches Tun und somit auch in das tägliche Tun unserer Kunden mit zu implementieren. So typische Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist Vertriebsoutsourcing, in den letzten Jahren natürlich auch Source-Sales-Komponenten und sehr, sehr stark jetzt natürlich auch im Zeitalter der Digitalisierung das Thema Marketing und Vertriebsautomation. So, dann würde ich sagen, wir hüpfen direkt rein. Ich weiß nicht, ob Sie den jungen Herrn mit einem etwas längeren Bart, als wir ihn haben, Florian, kennen. Das ist also tatsächlich der Wilfredo Pareto. Pareto, da klingt es dann, denke ich, schon eher bei dem einen oder anderen. Der Herr Pareto war ja im Grunde der Erfinder des Pareto-Prinzips, das von uns, ich denke, alle im Vertrieb und im Marketing einen Großteil zumindest kennen, die klassische 80-20-Regel, wo er sagt, naja, so 80% des Umsatzes erwirtschaften wir ja in der Regel mit 20% der Kunden. Sprich, die logische Konsequenz aus dem Ganzen ist natürlich bei ganz, ganz vielen Unternehmen, und das ist ja auch nicht ungerechtfertigt, diese Fokussierung auf Schlüsselkunden, auf Großkunden, auf die Key-Accounts. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das ist empirisch ja auch nachgewiesen, dass jedes Unternehmen pro Jahr, ich sag mal, von seiner Kundenbasis halt tatsächlich 5 bis 15% verliert. Ob unverschuldet oder nicht verschuldet, also ob unverschuldet oder verschuldet, das sei jetzt mal dahingestellt. Nicht verschuldet sind es natürlich ganz oft auch einfach Schieflagen. Also das können ja auch Insolvenzen von Firmen sein. Und Schieflagen und diese Insolvenzen, die machen auch von, ich sag mal, von großen Firmen nicht halt. Also was wir hier gemacht haben, das sind jetzt wirklich mal ein paar so, ja, prominente Negativbeispiele der letzten Jahre, angefangen von Walter Bau über Babcock Borsig, über die Arcando, also die frühere Karstadt, die Q-Sales aus dem Solarbereich bis hin im Bereich der Druckmaschinenbauer, die MAN Roland oder auch die Karmann Insolvenz. Was wir damit sagen wollen, ist, ja, die Fokussierung auf Schlüsselkunden, die ist schon wichtig. Aber bitte lasst uns einfach die Kleinkunden nicht aus dem Auge verlieren, weil letztendlich kann auch so ein Großkunde tatsächlich mal Schiffbruch erleiden. Und ein weiterer Punkt ist, dass natürlich diese Fokussierung auf Schlüsselkunden beziehungsweise die Einstufung als Kleinkunde in meiner persönlichen Wahrnehmung tatsächlich bei 90% der Unternehmen momentan noch stark auf Basis der getätigten Umsätze basiert, aber nicht auf Basis des tatsächlichen Umsatzpotenzials, was ein Unternehmen für einen Anbieter hat. Das birgt natürlich so einige Gefahren in sich, weil nur weil wir vielleicht, ich nehme jetzt mal gerne mal den Florian Stolz mit der Honeywell als Beispiel, nehmen wir mal die BASF, die haben ja leider
gestern auch in, seit gestern in aller Munde und auch in dem Zusammenhang ja auch mit wirklich mit Arbeitssicherheit und so weiter. Angenommen, die haben einen Bedarf im Arbeitsschutz für Sicherheitsschuhe von 1 Million und der Florian mit seiner Mannschaft deckt da irgendwie 100.000 oder macht 100.000 mit der BASF. Könnte es sein, dass die Honeywell ihn vielleicht als C-Kunde einstuft, weil nur 100.000 Euro gemacht werden, das Potenzial sind aber tatsächlich 1 Million. Und das ist ja so dieser Spagat, in dem man sich da letztendlich ganz, ganz oft bewegt. So, damit man diesem Thema Herr werden kann, ist es ja letztendlich so, dass man, also die meisten Unternehmen haben ja ein CRM-System oder sie haben irgendeine Kundendatenbank und die meisten Unternehmen haben ja zumindest heute auch schon mal so eine für sich eine ABCD-Klassifizierung getroffen. Damit man aber weiß, ob es Sinn macht, wirklich ein dediziertes Kleinkundenmanagement einzuführen, ist natürlich der erste Schritt tatsächlich, dass man sagt, am Beginn steht einfach eine Kundenprofilierung und eine Potenzialqualifizierung. Weil nur dann, wenn ich die ganzen C- und D-Kunden einmal sauber durchqualifiziert habe und das tatsächliche Potenzial erhoben habe, dann bin ich auch in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, wie zukünftig ein Kleinkundenmanagement aussehen kann. Es geht also wieder um diese Weg von der Umsatz hin zur potenzialbezogenen Betrachtung. Wir persönlich sind ganz, ganz große Freunde davon, dass man diese Kundenprofilierung und diese Qualifizierung telefonisch durchführt, einfach auch vor dem Hintergrund, wenn ich bei uns in die Kundenklientel jemals reingucke, also da haben ganz, ganz viele Unternehmen eine C- oder D-Kundenbasis, die von 500 bis zu 4.000, 5.000 reichen kann, da wird es nicht funktionieren und es wäre auch völlig irrational, hier den Außendienst loslaufen zu lassen, um diese Qualifizierung und diese Profilierung durchzuführen. In unserer Welt macht es auch ganz, ganz oft Sinn, tatsächlich diese Profilierung, diese Qualifizierung mit einer Zufriedenheits- und Loyalitätserhebung zu kombinieren. Warum? Das sehen wir dann gleich später noch. Und was man natürlich wissen muss, dass diese Qualifizierung und Profilierung, die wird natürlich nicht immer wirklich funktionieren. Ich weiß, dass man hier so den einen oder anderen Ansprechpartner auch aus dem Schmierstoffbereich heute hier in der Runde haben. Ist für mich jetzt ein ganz schönes Beispiel, weil wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Leiter Instandhaltung, Wartung anspreche, wie viel Potenzial er denn für die industriellen Schmierstoffe hat. Die einen sind nicht in der Lage, hier genau in Tonnagen oder in Liter zu antworten, die anderen wollen es einfach nicht tun, was auch legitim ist. Das heißt, manchmal muss dann eben auch so eine indirekte Erhebung erfolgen, sprich, nehmen wir jetzt mal ein ganz beliebtes Beispiel in diesem Jahr, einfach das Thema der Kunststoffindustrie mit den Spritzgussmaschinen, wenn mir der Leiter Instandhaltung das so nicht verraten kann oder möchte, dann kann ich ja zum Beispiel über die Ermittlung der Anzahl der Spritzgussmaschinen, die er hat, kann ich ja dann auch daraus Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, wenn er so und so viele Spritzgussmaschinen hat, dann wird er wahrscheinlich auch so und so viel Liter Hydrauliköl verwenden. Also das wäre mal so eine, das ist so ein Beispiel für eine indirekte Erhebung. Was ist das Resultat aus dieser Profilierung, aus dieser Qualifizierung? Wir haben den Erfahrungswert tatsächlich, dass wir sagen, in der Regel werden 5 bis 15% High Potentials identifiziert, also das heißt 5 bis 15% der als C und D eingestuften Kunden haben Potenzial, was eher einer B- oder A-Einstufung entsprechen würde. Und das sind natürlich dann auch klassischerweise diese Kunden, die natürlich dem Key-Account-Team und dem Außendienst und so weiter übergeben werden. Ein Nebenprodukt, eben stark in Verbindung mit dieser Zufriedenheits- und dieser Loyalitätserhebung, ist natürlich schon auch, dass man rausbekommt, Mensch, wo hat denn der kleine Kunde eigentlich seine Bedürfnisse? Was sind denn so die positiven und negativen Treiber in unserer Zusammenarbeit? Was findet er an uns gut? Was findet er an uns nicht so gut? Woran dürfen wir noch arbeiten? Und am Ende des Tages mündet es ja letztendlich darin, dass wir sagen, ja, wir identifizieren hier einen tatsächlichen CD-Kundenpool, wo wir dann auch wissen, passt die Anforderung vom Kunden mit dem Leistungsversprechen, was wir geben können, passt es eigentlich überein? Ne, weil das ist ja sehr, sehr wichtig. Wenn man diese Qualifizierung abgeschlossen hat, dann stehen wir ja tatsächlich vor der Entscheidung, wo man sagt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wen ich hier heute ganz gerne mal kurz ins Spiel bringen möchte, das sind die zwei Doktoren Spelz und Schmitz von der Uni in St. Gallen. Ich mag die besonders gerne, weil die einen wunderschönen Satz geprägt haben, der dann nämlich heißt, für C-Kunden braucht es A-Leute mit A-Lösungen. Und ich denke, das
können alle mit unterschreiben, die sich wirklich mal speziell im Kleinkundenmanagement schon aufgehalten haben oder darin gearbeitet haben. Nur weil es Kleinkunden sind, heißt es nicht, dass da nicht ja, A-Leute mit A-Lösungen letztendlich ran müssen. Die beiden Herrschaften, also der Belz und der Schmitz, die haben dann auch mal diesen Begriff von dem Smart Account Management geprägt, wo die sagten, naja, also dieses Smart Account Management, das steht wirklich für ein Betreuungskonzept, für passende und attraktive Kleinkunden, also da haben wir die Merkmale, die man auch die Zufriedenheitserhebung schon wieder rausbekommen, die sich im Grunde durch die Merkmale auszeichnen, die Sie auf der rechten Seite sehen. Sprich, wir schaffen es, in dem Kundensegment tatsächlich einen Nutzen zu stiften. Und die Gruppe von den Kleinkunden ist auch für uns attraktiv, weil wir sie durch Teildigitalisierung oder auch schon Hochdigitalisierung in Verbindung auch mit persönlichen Touchpoints rentabel bearbeiten können. Das Rückzugsstrategie und Vorwärtsstrategie ist auch ein Modell, was vom Dr. Belz und vom Dr. Schmitz letztendlich kommt. Da würde ich heute gerne darauf verzichten, ein Stück weit näher einzugehen, vor allem die Rückzugsstrategie eine Idee ist, wo ich sage, naja, also da wird das Kleinkundenmanagement eigentlich eher runtergefahren und auch mit vielen Dingen eher negativ behaftet, ne? Also wo so Transaktionsgebühren eingeführt werden und 100% unpersönlich und so weiter und so fort. Vorwärtsstrategie, das ist dann eher das, wo wir sagen, hey, ne, wenn der Kunde wirklich sagt, er nimmt das Thema ernst, er will das treiben, dann sind hier die Strategie, Vertrieb und das Pricing, wie gehe ich mit dieser Vorwärtsstrategie um, was muss ich hier tun. Wen es interessiert, kann ich nur empfehlen, sich einmal mit Endres und Hauser auseinanderzusetzen. Ich denke, die meisten unter Ihnen werden Endres und Hauser kennen. Ist ein Hersteller von Lösungen im Bereich Messsteuer und Regeltechnik. Und die haben vor vielen, vielen Jahren, also als das ganze Thema Digitalisierung und E-Commerce und Online und so weiter, ja, ich sag mal, maximal in den Kinderschuhen stand, haben die mit eDirect wirklich ein dediziertes Geschäftsmodell gebaut, nur für Kleinkunden, vor allem auch für neue Kleinkunden aus anderen Segmenten. Wenn Sie da Interesse dann haben, empfehle ich Ihnen, googeln Sie einfach mal ein bisschen dazu. Da werden Sie viel über das eDirect lesen und finden. Also für mich wirklich so ein Paradecase, wie man ein richtig, richtig gutes Kleinkundenmanagement im Sinne einer Vorwärtsstrategie begehen kann. So, wie wir uns heute intelligentes Kleinkundenmanagement oder SMA-Management vorstellen, das sehen Sie ein Stück weit hier. Ich habe ja gerade gesprochen über CRM, über die Qualifizierung, da wird auch der Florian später noch ein bisschen was dazu erzählen. Spannender wird es ja eigentlich dann, wenn es uns gelungen ist, dass wir sagen, okay, aus unserer Kundenbasis von, ich sage jetzt mal 4.000 Kunden, haben wir zum Beispiel 3.000 Kleinkunden, C- und D-Kunden identifiziert. Wie gehe ich denn jetzt am intelligentesten mit ihnen um? Ja, es ist schon mal toll. Es gibt ja Unternehmen, die einfach mal den ersten Schritt tun, wo man sagt, naja, die werden jetzt zum Beispiel rein, wie es der Florian dann auch später schildern wird, über so einen Inside-Sales-Ansatz betreut, der also extrem stark telefonisch getrieben ist, wo man dann eben sagt, okay, die werden in gewissen zu definierenden Intervallen einfach immer wieder mal angerufen und so weiter und so fort. Das ist ein toller erster Schritt, aber es eröffnet sich heute auch tatsächlich schon neuere Möglichkeiten, indem ich einfach die Intelligenz von ja, Marketing- und Vertriebsautomationstechnologien nutze, dass ich sage, im Grunde passiert die Telefonie sehr, sehr stark schon verhaltensbasiert. Verhaltensbasiert heißt im Grunde nichts anderes. Ich kann Ihnen da mal zwei, drei Sachen zeigen. Solche Automationstechnologien zeigen Ihnen zum Beispiel, welche Firmen waren denn auf meiner Webseite. Ja, also das sehen Sie jetzt hier, das ist wirklich ein Auszug aus unserer Website Journey, also wo Sie sehen, welche Firmen bei uns auf der Seite waren. Und das ist im ersten Schritt schon mal ganz spannend. Ne? Sie sehen auch, okay, wie viele unterschiedliche Menschen von der Firma waren da. Sie sehen auch, wie viele Seiten wurden da angeguckt. Man kann aber hier tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, was haben die Leute, die von dieser Firma denn da waren, sich angeguckt? Ne? Und da kriegen sie dann zum Beispiel solche Informationen hier, wo wir jetzt auf der linken Seite sehen, also da war jemand da von der Firma, die wir jetzt ausgeblendet haben, der hat sich das Thema Goldgrube Bestandskunden Kennzahlen für den Vertrieb angeguckt. Oder springen wir mal nach rechts rüber, da hat einer mehr Interesse an dem Thema Marketingziele oder rechts unten hat sich einer angeguckt, warum er bei der B2B Kaltakquise auf einen Vertriebsspezialisten setzen sollte.
Wenn wir es denn irgendwann mal geschafft haben, dass sich die Kunden und vor allem hier auch die Kleinkunden aufgrund von Kampagnen auf Landingpages und so weiter registriert haben, dann sind wir ab dem Moment, und ganz wichtig, das ist alles datenschutzkonform, dann sind wir in dem Moment wirklich in der Lage, ich sag mal, diesen digitalen Fußabdruck von einem Kunden und hier auch von einem Kleinkunden, von einem Bestandskunden nahezu lückenlos nachzuvollziehen. Also Sie sehen es hier auch an einem anonymisierten Beispiel, wo man sehen, Mensch, welche E-Mail wurde denn geöffnet, welche Landingpage wurde besucht, was für ein Download wurde getätigt und so weiter und so fort. Wo ich damit hin möchte, ist, wenn man sich das einfach anguckt, wie man heute arbeiten kann, und wir haben zum Beispiel auch einen Kunden aus München, dessen IT-Systemhaus, der hat tatsächlich zwei Mitarbeiter nur bei sich im Inside Sales sitzen, die jeden Tag so eine Website-Besucher-Analytik sich angucken, dann im CRM natürlich abgleichen, das kann man ja auch verbinden, wo man sieht, okay, ist das ein Bestandskunde? Und wenn es ein Bestandskunde ist, der auf der Seite war, aber zum Beispiel keine Bestellung ausgelöst hat oder auch sich nicht in Verbindung gesetzt hat, dann wird dieser proaktiv angesprochen. Und das ist das, was wir meinen mit dem Thema verhaltensbasierter Follow-up, dass man eben nicht mehr wild über alle hinweg die Telefonie ausrollt, sondern dass man tatsächlich sehr viel zielgerichteter, sehr viel effektiver hier arbeiten kann. Was nicht heißen muss, dass es ab und an Situationen gibt, in denen einfach so eine Kampagne gefahren werden muss, wo man auch gerne mal wieder alle telefonisch ansprechen darf. So, wenn Sie sich dann mit dem Thema oder wenn Sie sich entschieden haben zu sagen, ja, Kleinkundenmanagement ist was für uns, dann stellt sich doch für einige auch die Frage, okay, setzen wir es in-house um oder geben wir es vielleicht doch extern an einen Spezialisten raus. Ich habe hier mal geschrieben, mal ganz ehrlich, ja, der Außendienst sollte sich mit Sicherheit auf die Schlüsselkunden fokussieren, also Kleinkundenmanagement im Außendienst, das geht so gar nicht. Innendienst ist in der Regel zumindest auch hier bei 90% der Unternehmen, die ich kenne, extrem reaktiv geprägt. Einen dedizierten Kleinkundenvertrieb ins Leben zu rufen, das ist mal ein richtiger organisatorischer und zeitlicher Aufwand. Und wenn man diesen intelligenten Ansatz fahren möchte, sprich auch diese Marketing- und Vertriebsautomation mit integrieren möchte, dann ist einfach hier auch zwingend interdisziplinäres Know-how erforderlich. Also da brauchen Sie im Grunde auch zwei, drei verschiedene, komplett verschiedene Kompetenzen, um diese Digitalisierungskomponente darin umzusetzen. Deswegen meine mir, dass sich die Prüfung lohnt, ob Sie mit einem externen Partner gegebenenfalls das Thema umsetzen möchten. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, gibt es im Grunde zwei Optionen dazu. Die eine ist, ja, dass das bei dem Dienstleister vor Ort durchgeführt wird. Es hat seinen Charme darin bestehen, dass man sagt, naja, das sind bestehende Ressourcen, es sind eingespielte Prozesse, es ist eine existente Technologiestruktur halt da, sprich, das Ramp-up ist halt hier sehr schnell umsetzbar. Es gibt aber auch eine alternative Form, in Form, wir nennen das gerne In-Plant, was für nichts anderes steht, als dass quasi die Mitarbeiter beim Kunden vor Ort sitzen. Wenn der Standort des Dienstleisters und der Standort des Auftraggebers weit auseinander liegen sollte, dann ist es ein Stück weit aufwendiger, weil einfach hier natürlich auch das Thema Rekrutierung dann eine Rolle spielt. Grundsätzlich haben wir natürlich wieder das Thema Prozesse und Technologien. Nichtsdestotrotz, es kann ein absolut praktikabler Ansatz sein, wenn der Auftraggeber am Anfang, ich sage mal, auch das Gedankenspiel hat, dass er sagt, naja, wir können es ja extern mal verproben, wir können das ganze Thema validieren, wir können die Prozesse festschnurren und so weiter, aber wir ziehen es dann gegebenenfalls nach einem Jahr, nach 2 Jahren, wie auch immer, in Form von einem Insourcing ins Unternehmen dann tatsächlich fest zurück. Also insofern kann so ein Implant Sinn machen. Wir haben die Erfahrung, also wir haben das über mehrere Jahre in Berlin bei einem Unternehmen gemacht, die dann auch, ich sage mal, das Insourcing nach 3 oder 4 Jahren praktiziert haben. Es war klar, das sind 80% von dem Team, die sind natürlich reibungslos zum Kunden übergegangen. Das heißt, der hat im Grunde eine komplette Prozesskette, eine komplette Abteilung von heute auf morgen war bei ihm dann zur Verfügung. Also es kann seinen Charme haben. Nichtsdestotrotz, da greife ich gerne mal die Worte von Friedrich Schiller nochmal auf. Also wer sich ewig bindet, auch wenn es nicht ewig sein muss, es ist ein Stück weit eine strategische Entscheidung, wenn Sie das Kleinkundenmanagement rausgeben.
Da sollte exakt geprüft werden, mit wem er diesen Weg geht. Wenn Sie da Interesse daran haben, Sie finden auf unserer Webseite auch nochmal so ein E-Book zum effektiven Kleinkundenmanagement, und in diesem E-Book ist auch eine Checkliste enthalten, was Sie einfach beachten sollten, wenn Sie hier an die Alternative des Outsourcings denken. So, und spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gegeben, wo ich dann an den Florian übergebe, das heißt weg von der Theorie, rein in die Praxis. Florian, wenn du bereit bist, dann... Ich bin bereit, ich stehe in der... Du bist bereit? Ich brauche deine Einladung, glaube ich. So, also, ich habe dich jetzt soweit ernannt. Ich verlasse mich auf dich, wenn du mich sehen kannst, beziehungsweise... Alles gut, sehr schön, super, wunderbar. Okay, Florian, the floor is yours. Ja, perfekt. Also nochmal vielen Dank, Philipp, an dieser Stelle für die Einladung. Mir geht es heute darum, einfach aus der Praxis ein bisschen was zu erzählen, wie wir ein solches Projekt C-Kundenmanagement umgesetzt haben bei uns intern. Beginnen möchte ich eigentlich mit der kurzen Vorstellung unseres Unternehmens. Es soll nicht sein, dass es eine Verkaufsveranstaltung wird für Honeywell. Der Philipp und ich haben uns im Vorfeld abgestimmt, dass es Sinn macht, Ihnen ganz kurzen Einblick zu ermöglichen, wie wir aufgestellt sind. Mit wie vielen Produktgruppen wir uns beschäftigen, wie die regionale Geschichte ausschaut, um dann später über 5 Phasen hinweg Sie mitzunehmen auf eine Reise durch dieses Projekt. Honeywell als solches, der ein oder andere von Ihnen wird es schon mal gehört haben, ist ein amerikanischer Mischkonzern mit dem Hauptsitz in Morristown in New Jersey in den USA, mit einem Gesamtumsatzvolumen jährlich von 39 Milliarden US-Dollar. 53% davon finden außerhalb der USA statt. Das Ganze wird erreicht weit mehr als 130.000 Mitarbeitern an 1.300 unterschiedlichen Standorten weltweit auf 70 Ländern verteilt. Und somit ist Honeywell heute eines der 100 Fortune-Unternehmen auf dieser Welt. Die Sparte Industrial Safety, das ist unsere Muttersparte, beschäftigt sich mit dem Leben von Arbeitnehmern in der Industrie. Das heißt, unser Ziel ist es, die Arbeiter von der Arbeit wieder gesund und munter nach Hause zu bringen. Und das Ganze versuchen wir in einer Organisation, aufgeteilt in 4 Säulen, abzubilden, das auch regional. Beschäftigen wir uns, angefangen von High Risk, mit den Produktgruppen, die für Leib und Leben verantwortlich sind, sprich persönliche Schutzausrüstung, PSA, gegen Absturz, der schwere Atemschutz, auch Fluchtretter fallen darunter. Und auch der intelligente und aktive Gehörschutz. Der Bereich Gasdetektion finden Sie bei dem Kollegen, der im Bild dargestellt wird, am Gürtel wieder. Das ist ein portables Gaswarngerät. Das Ganze gibt es dann auch noch stationär. Der Bereich General Safety, das ist dann unsere bzw. meine Kernproduktgruppe, die sich sowohl mit dem Augen-, Gesichts- und Kopfschutz beschäftigt, über den Bereich der Schutzbekleidung im Einweg- und im Mehrwegbereich bis hin eben von Kopf bis Fuß zu dem Thema der Sicherheitsschuhe, mit dem ich persönlich mich beschäftigen darf. Darüber hinaus eine besondere Produktgruppe ist Specialty Safety. Da geht es um ein paar Exoten, so möchte ich das mal nennen, wo wir Produkte anbieten zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, beziehungsweise Produktlösungen für Ersthelfer, wie beispielsweise Feuerwehrkräfte. Wenn wir uns das Ganze in Zahlen anschauen, der Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, sprechen wir über 10.000 Mitarbeiter in über 30 Ländern, in denen wir tätig sind. Wir produzieren hauptsächlich selbst, mehr als 90% unseres Produktportfolios wird in eigenen Produktionsstätten, 48 an der Zahl, produziert und zur Verfügung gestellt. Natürlich, Forschung und Entwicklung ist wichtig. Das sind insgesamt 16 Forschungszentren und Laboratorien, in denen wir arbeiten. Vertriebskanäle sind auch weltweit aufgestellt. Das heißt, wir haben 14 Vertriebszentren in Nord-, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika bis hin zu den pazifischen Staaten. Somit eine weltweite Präsenz. Sie sehen das Kuchendiagramm in der Mitte, im oberen Bereich des Bildes. HIS steht als Abkürzung für Honeywell Industrial Safety, DACH für die regionale Organisation Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Kuchen, den Sie dort sehen, mit den jeweiligen Fokusgruppen, Handschuhe, ganz, ganz groß, bildet auch in etwa den Marktbedarf wieder ab, den wir
im Markt wiederhaben, was den Bedarf von Industrieunternehmen betrifft. Am rechten unteren Bildrand sehen Sie eine Aufgliederung unserer Kundensegmente. Was den Verkauf betrifft, arbeiten wir direkt nur mit dem technischen Arbeitsschutzfachhandel zusammen. Der Endkunde, egal in welcher Branche er ist, kann also keine direkten Produkte bei uns beziehen. Und wie Sie sehen können, geht es von der chemisch-pharmazeutischen Industrie über Automobil, in Deutschland natürlich einer der Haupttreiber mit seinen Zulieferern, über Metall, Galvanik, Lebensmittel, als auch Green Utilities, das heißt, auch kein Problem, das heißt erneuerbare Energien. Das heißt, wir beziehen uns nicht nur auf eine bestimmte Kundengruppe, sondern haben ein sehr breit gefächertes Endkundensortiment. Alles in der Betreuung mit unseren Vertriebspartnern im technischen Arbeitsschutzfachhandel. Jetzt ganz kurz zur Ausgangssituation. In 2012 hat Honeywell begonnen, diese Marke Honeywell Industrial Safety oder Honeywell Safety Products aufzubauen. Damals aus Akquisitionen, das waren vier große, Spirion ist ein französischer Konzern, Entschuldigung, mit 7200 Mitarbeitern gewesen, der sich eben auch mit verschiedenen Produktgruppen beschäftigt hat, also auch wieder ein Mischkonzern von Kopf bis Fuß, allerdings mit dem Schwerpunkt auf persönliche Schutzausrüstung, North Safety Products ähnlich, KCL als deutsche Marke, als deutscher Produzent, auch mit dem Sitz in Eichenzell, das ist die Mitte von Deutschland, mit dem Schwerpunkt auf Schutzhandschuhen, und Otter als Marke für den Bereich von Sicherheitsschuhen, ein in Mülheim an der Ruhr ansässiges Unternehmen, Traditionsunternehmen, gegründet in 1887. Jetzt war es so, dass wir natürlich durch diese vier Unternehmen auch vier unterschiedliche Vertriebsorganisationen hatten. Jede dieser Vertriebsorganisationen hat natürlich auch einen gewissen Kundenkreis mitgebracht und diese Kunden haben unterschiedliche Anforderungen gehabt an die jeweiligen Unternehmen und Marken. Wir haben dann eine Analyse gemacht, hatten einen Kundenstamm von etwas mehr als 4000 einzelnen kaufenden Kundennummern und das natürlich verteilt auf verschiedene Umsatzgrößen. Das war das Erste, was wir sehen konnten. Da komme ich später aber nochmal drauf zurück. Für uns war es dann wichtig, eine einheitliche Strategie und auch Kommunikation zu diesen Kunden aufzubauen, um möglichst individuell auf die einzelnen Interessen der unterschiedlichen Händler einzugehen. Ein wichtiger Bestandteil hier bestand im Schaffen von vertrieblichen Lösungen, da gehe ich später auch nochmal kurz drauf zurück, mit dem Ziel, das Kundenbedürfnis in den Vordergrund zu stellen und nicht interne Prozesse anzupassen. Was Sie jetzt sehen, ist so ein Zyklus. Ich habe dieses Projekt mal versucht, so kurz und knapp wie möglich in fünf Phasen zu packen. Der Philipp hat im Vorfeld schon sehr, sehr viel dazu erzählt. Ich möchte es jetzt einfach in diese Reihenfolge bringen. Das Erste, womit wir uns beschäftigt haben, war eine Projektdefinition. Wo fangen wir an, was betrifft es und was soll das Ziel sein? Was wir festgestellt haben, ist, wenn man mit Vertrieblern arbeitet, ist es, ich bin Vertriebler selbst, mal Halbblut, mal Vollblut, man kommt natürlich immer vom Hundertsten ins Tausendste und versucht, jedes Individualziel in irgendeiner Weise zu erreichen. Für uns war es ganz, ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, was sind die Chancen und was sind die Risiken? Was passiert mit einem Kunden, dem ich heute mitteile, lieber Kunde, du wirst zukünftig über einen Großhändler von uns bedient? Oder lieber Kunde, wir stellen dir keinen Außendienstmitarbeiter von uns mehr zur Seite. Das wird sehr, sehr häufig sehr negativ aufgefasst, sodass wir natürlich auch bewerten mussten, welches Risiko steckt dahinter im Sinne des Umsatzverlustes. Wir haben natürlich aufgrund der jahrelangen Entwicklung dieser vier Marken auch eigene Erfahrungen mit einfließen lassen und hatten tatsächlich den Fall, mal in der Vergangenheit Kunden einfach so an einen Großhändler zu verweisen, weil wir gesagt haben, hey, das Volumen, was du bei uns beziehst, ist so gering, dass du dir Mindermengen, Fracht etc. sparen könntest, wenn du über einen Großhändler kaufst. Das Ganze hat natürlich einen komischen Beigeschmack, weil ich mich als Kunde nicht wirklich wahrgenommen und ernst genommen fühlte. Das wollten wir verbessern. Wir haben dann angefangen, Daten zu sammeln, erstmal zu schauen, wo stehen wir heute und wie sieht die Situation aus. Ich habe das versucht, anhand dieser kleinen Pyramide rechts darzustellen. Das ist das Pareto-Prinzip, so wie es der Philipp auch im Vorfeld schon erklärt hat. Nur das, was ganz, ganz häufig passiert bei der Differenzierung von verschiedenen Kundengruppen, ist, dass man nur betrachtet groß, mittel und kleine Kunden und sagt, okay, ich nenne jetzt Zahlen, damit es einfacher ist,
Alles das bis 5.000 Euro sind kleine Kunden, von 5 bis 50.000 sind mittlere Kunden und alles das, was darüber ist, sind dann für uns Großkunden. Das ist der nicht richtige Ansatz. Richtiger wäre zu sagen, welches Potenzial haben die Kunden für mich? Und da kommt das Thema Potenzialerhebung dazu. Weil ein Kunde, der heute mit mir gemeinsam 5.000 Euro Umsatz tätigt, das ist schön, aber wenn der Kunde insgesamt 1 Million an Bedarf hat, dann weiß ich, dass ich hier sehr, sehr viele Möglichkeiten habe, Umsätze auszubauen. Das heißt, ich habe das genannt in drei Abschnitte, Akquisition, Ausbau und Erhaltung, das eben mit einfließen zu lassen. Ein großer Punkt, warum wir dieses Projekt auch ins Leben gerufen haben, war, dass wir speziell bei diesen 15% der kleinen Kunden jährlich eine negative Umsatzentwicklung hatten von ca. 35%. Das hat sich bewegt in den Jahren 2014, 2015 zwischen 800.000 Euro und 1 Million Euro. Wir haben dann unsere Kunden mit ins Spiel gebracht, haben sogenannte Voice of the Customer vollzogen. Das heißt, wir haben uns Ansprechpartner unserer Händler an den Tisch geholt und haben versucht, die Interessen dieser Kunden festzustellen, um zu schauen, ist das ein sehr preisorientierter Kunde, geht es hier um das Produkt oder geht es tatsächlich um die Serviceleistung? Eine der Kernfragen, die wir gestellt haben, war, lieber Kunde, brauchst du überhaupt eine persönliche Ansprache vor Ort? Brauchst du den Außendienstmitarbeiter, der dich, was weiß ich, einmal pro Monat besucht? Auf was wir gekommen sind, ist, dass wir speziell in diesem C-Kundenbereich öfter die Antwort bekommen haben, nein, ich brauche gar keinen persönlichen Ansprechpartner vor Ort. Es genügt mir eigentlich jemanden am Telefon, der mir mit einem Technical Support, also mit technischen Unterstützungen zur Seite steht, als auch mich über Marktinformationen aktuell auf dem Laufenden hält. Bei uns im Bereich persönlicher Schutzausrüstung findet gerade eine Veränderung in der Verordnung statt. Es wird ab 2018 eine neue Verordnung für persönliche Schutzausrüstung europaweit in Kraft treten. Das interessiert natürlich jeden, der sich mit Handschuhen, Augenschutz, Gehörschutz beschäftigt und auch Sicherheitsschuhen, weil hier gibt es Neuigkeiten, die ich umsetzen muss in meiner Industrie. Das sind Dinge, die wir eben auch, und da komme ich auch später nochmal kurz drauf zu sprechen, mit modernen Medien versuchen wollen zu unterstützen, was das Thema Aufklärung und Prävention betrifft. Wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema. Wir haben uns natürlich dann auch die Frage gestellt, machen wir es selbst mit dem vorhandenen Vertriebsteam, sowohl Außendienst als auch Innendienst mit unseren Kompetenzzentren oder nehmen wir eine Outsourced-Lösung. Wir haben dann ein Budget definiert, haben interne und externe Einflussfaktoren abgewogen. Wir hätten aufgrund der Konzernstruktur Honeywell intern wirklich viele Lösungen gehabt, auch nicht unbedingt in Deutschland, vielleicht auch in Osteuropa, auf ein Inside-Sales-Team zurückzugreifen. Haben uns aber dann für eine externe Lösung entschieden. Und warum wir uns für diese externe Lösung entschieden haben, möchte ich Ihnen kurz in dieser Folie beschreiben. Der Philipp hat das vorhin kurz angesprochen, die beiden Doktoren Belz und Schmidt von der Universität in St. Gallen. Es zielt ein wenig darauf ab. Wir haben gesagt, für uns in der Organisation ist es wichtig, neue Ressourcen zu schaffen. Nicht mit dem vorhandenen Team etwas versuchen zu erledigen, weil dann haben wir wieder ein Gießkannenprinzip und nehmen eben keine Fokussierung auf unsere Schlüsselkunden, auf unsere mittleren und großen Kunden, sondern verwässern das Ganze. Warum wir uns für einen externen Partner entschieden haben, war auch die Möglichkeit von deren Erfahrungswerten profitieren zu können, Dinge vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, als in der, man kennt das, in der eigenen Unternehmensblindheit. Unsere Frage oder eine der Kernfragen, die wir uns gestellt haben, war auch das Thema Motivation. Wenn wir jetzt extern ein Team haben und auch intern in unseren Kompetenzzentren, wie reagiert der Außendienst denn darauf, wenn wir jemanden extern ins Boot holen? Das zeige ich Ihnen gleich in der nächsten Folie, wenn es um das Fazit der ersten 12 Monate geht. Wir haben, ich habe das eben schon kurz erwähnt, durch die Individualität, die wir schaffen, das heißt, unseren C-Kunden die Möglichkeit zu geben, am Telefon jemanden jederzeit ansprechen zu können, die Möglichkeit zu haben, wie heute Sie mit Hilfe eines Webinars sich neue Informationen vom Markt zu holen, das sind Dinge, die wir in der Zusammenarbeit mit einem externen Partner gesehen haben.
Hinzu kam natürlich auch der Kostenaspekt. Wir haben die Lösungen, die wir intern haben und extern konsolidiert. Das heißt, wir haben auch nicht nur mit einem Unternehmen, Philipp in Nürnberg, gesprochen, sondern auch mit anderen Dienstleistern und haben eine relativ klare Kostensituation gehabt und auch eine in etwa identische Kostensituation von intern zu extern. Identisch deshalb, weil wir natürlich auch von einem Risikogedanken ausgegangen sind. Wir haben uns die Frage gestellt, was passiert, wenn diese drei Personen, die wir intern mit C-Kunden, C-Kundenbetreuung beschäftigen, wenn zwei davon ausfallen. Dieses Risiko haben wir mit einem externen Partner nicht, weil der externe Partner, der sich auf dieses Geschäft, auf diese Dienstleistung spezialisiert, natürlich ein ganz anderes Backup auch zur Verfügung stellen kann, sodass uns hier kostenrechnerisch weniger Probleme entstehen. So, wie schon angekündigt, das ist auch die letzte Folie, das Fazit der letzten 12 Monate habe ich aufgeteilt, zum einen in die Herausforderungen, mit was haben wir uns im Vorfeld beschäftigt, wie sieht das Resultat heute aus, das heißt, welche Ziele konnten wir davon erreichen und woran wir noch arbeiten. Die Herausforderung damals war zum einen, ich habe das eben angesprochen, die Vertriebskanäle zu schaffen, Ansprechpartner klar zu definieren. Was passiert mit unserem Außendienst und der Motivation, wenn man ihm jetzt sagt, pass auf, du bist für diesen Kunden nicht mehr verantwortlich. Wir haben die Lösung so getroffen, dass wir gesagt haben, der Umsatz, den wir im C-Kundenbereich machen, der über das Inside-Sales-Team durch einen Dienstleister abgedeckt, erwirtschaftet wird, zählt nach wie vor in das Außendienstgebiet mit hinein. Das heißt, unser Außendienst empfindet diese outgesourcete Lösung als zusätzliche Unterstützung, als zusätzliche Ressource. Eine Frage war auch die Kommunikation. Verstehen das unsere Kunden, was wir damit vorhaben? Wir wollen sie nicht abweisen oder wegschieben. Für uns war es wichtig, ich kriege hier gerade eine Information über den Chat, dass meine Webcam ausgeschaltet ist. Sie können mich noch hören, Philipp, hörst du mich noch? Also hören können wir dich ganz prima, aber ich glaube, die Cam ist weg und auch du bist noch auf der Umsetzung in-house versus outsourcing gerade irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht, der Günther... Vielleicht habe ich Probleme mit meiner Leitung. Ich habe hier bei der Webcam, dass die Verbindung hergestellt wird. Ja. Vielleicht hat mich auch einer der Teilnehmer weggeschaltet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Okay, in Anbetracht der Zeit mache ich kurz weiter. Ich schaue mal, vielleicht erhebt sich das. Ja. Ich denke, das Bild ist auch weniger interessant als die Stimme, beziehungsweise der Inhalt. Die Stimme ist vielleicht auch hier und da. Okay, zurückzukommen zum Thema. Diese Herausforderung zum Thema Konditionsgefüge war natürlich auch gegeben, weil es sind natürlich alles Partner gewesen, mit denen wir heute zusammenarbeiten. Wie stellen wir das in den Konditionen, in den Bezugspreisen wieder neu dar? Müssen wir hier einen gesonderten Vertriebskanal einrichten, um es diesen C-Kunden-Segment leichter zu machen, unsere Produkte zu beziehen? Ein Tipp hiervon oder ein Aufhänger hier war Mindestbestellwerte oder Zusatzkosten, die auf einer Bestellung anfallen, weil ich einfach gewisse Volumen nicht erreiche. Das haben wir auch getan, indem wir einen Logistiker gefunden haben, der dieses Geschäft für uns abwickeln kann. Das Thema Kundendaten war auch wieder so ein Faktor, weil jedes CRM-System ist nur so gut wie die Daten, die vom Außendienst bzw. vom Kundenbetreuer gepflegt werden. Auch hier haben wir Vorteile gesehen in der Zusammenarbeit mit einem externen Partner. Die Resultate heute, ich habe eben das Wichtigste zuerst aus Vertriebssicht, ich habe eben davon gesprochen, dass wir jährlich ca. 35% Umsatz verloren haben, im C-Kundenbereich. Das Ganze konnten wir stoppen nach 12 Monaten. Wir sind heute dabei, die Umsatzrückgänge wieder auf ein steigendes Niveau zu bringen. Bis heute sind wir auf einem stagnierenden Niveau, was für uns natürlich eine Verbesserung von 35% darstellt. Die Unterstützung der Außendienstmannschaft ist enorm gestiegen. Das heißt, auch der Außendienst nimmt dieses Projekt und dieses Team an als zusätzlicher Kollege. Ich habe natürlich auch eine erhöhte Serviceleistung für den Kunden, weil der Kunde auch verstanden hat, was wir damit bezwecken wollen, nämlich näher an ihm ran zu sein. Nicht auf den Außendienst zu warten, bis er es in seinem Terminkalender wieder hinbekommt, auch
dort wieder vor Ort zu sein, sondern am Telefon eine tolle, moderne Lösung zu haben, um darauf zurückzukommen. Und dadurch natürlich auch eine höhere Kontakthäufigkeit, was uns im Verkauf immer wieder zugutekommt. Woran wir heute noch arbeiten, ja, das ist ein Thema auch für den Philipp. Da kann er dann wieder sein verkäuferisches Talent an den Tag legen. Aber was für uns sehr interessant ist, ist das Thema intelligente Medien. Der Philipp hat das eben ganz kurz erklärt. Das ist eine Sache, die auch bei uns noch auf dem Tapet steht. Wir wollen natürlich bedarfsorientiert sowohl unser Budget, unser Sales- und Marketingbudget investieren, als mit der Gießkanne von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen Lösungen zu verteilen. Das ist was, woran wir arbeiten. Natürlich arbeiten wir weiter an einer Umsatzsteigerung. Und das ist ein Tipp, den ich auch weitergeben kann für jeden, der über ein solches Projekt nachdenkt, ist die Projektvorbereitung. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht in die Kontinuität zu kommen, um nur sporadisch immer wieder Themen vorzubereiten. Sei es Verkaufsaktionen, wo es einfach nur um das Produkt und den guten Preis geht, als auch eben Fachbeiträge, die mithilfe von Webinaren dann beispielsweise zum Kunden transportiert werden können. Das sind so Erfahrungswerte, die ich mit Ihnen teilen kann, mit Ihnen teilen wollte. Ich weiß nicht, wie es mit der Technik ausschaut. Florian, ich habe unbemerkterweise übernommen und nachgezogen mit den Charts. Okay. Also ich denke, die Teilnehmer sollten jetzt auf dem Slide sein. Florian, ganz, ganz lieben Dank. Ich würde in Anbetracht der Zeit wir haben noch zwei Business Cases ganz, ganz kurz vorbereitet. Da würde ich in Anbetracht der Zeit jetzt relativ schnell darüber fliegen, um dann gegebenenfalls wirklich noch Fragen, Feedback von Ihnen noch mit aufzunehmen. Wie der Florian geschildert hat bei Honeywell, ja, da war es jetzt in dem Sinne halt keine Umsatzsteigerung, die wir da gemeinsam realisiert haben, sondern wir haben einfach im ersten Jahr zumindest mal geschafft, den Marktrückgang oder den Umsatzrückgang quasi wieder pari zu stellen. Ne? Also das ist dann auch ein erster Schritt. Ich habe Ihnen hier noch einen anderen Business Case mitgebracht, der ist jetzt aus dem Touristikbereich. Wie gesagt, ist ein Kunde, der aus dem Segment der Flussschiffkreuzfahrten stammt, ein stark rückläufiger Markt. Die Situation beim Kunden war, er hatte 4.000 aktive Reisebüros, die er in der Vergangenheit im Grunde nur telefonisch mit dem Außendienst betreut hat. Und irgendwann war es aber auch so, dass die so weit waren, dass sie sagten, Mensch, 3.500 von diesen Reisebüros, die können wir nicht mehr persönlich besuchen. So, das heißt, nach viel Konzeptarbeit, vielen Gesprächen sind wir dann 2013 hier in eine Zusammenarbeit mit dem Anbieter reingestartet. Sind jetzt also im vierten Jahr der Zusammenarbeit oder gehen jetzt in die vierte Saison gerade. Und das Ergebnis, das ist sicherlich für uns jetzt tatsächlich ein Paradecase, einfach weil er natürlich eine immense Umsatzsteigerung auswirft. Sie sehen es hier, also da haben wir es wirklich geschafft von 4,5 auf 12,2 Millionen in diesen drei Jahren der Umsetzung hochzukommen. Auch hier ist wieder diese Zahl, hier sind 5 bis 12% der Reisebüros in dem Fall, die als Key-Accounts hochmigriert werden. Und umgesetzt wird es bei uns im Hause mit einem Team von 4 Leuten innen, die wirklich im Inside Sales arbeiten, plus eben diese intelligente Unterstützung durch das digitale Marketing. So, und der letzte Case, und es ist dann auch zugleich die letzte Folie. Das sind wir noch, das ist ein Kunde jetzt aus dem Maschinenanlagenbau, also im weitesten Sinne hier Steuerungsantriebstechnologien, der für sich irgendwann mal 80.000 Kunden als Kleinkunden eingestuft hat. Wir haben hier letztes Jahr begonnen, wirklich erst einmal mit der Phase 1 profilieren, qualifizieren und diese Loyalität zu erheben. Was haben wir da gemacht? In 10 Monaten haben wir hier ca. 5.000 Adressen bearbeiten können in dieser Profilierung. Hier sind ziemlich genau 8% an A-Kunden, die identifiziert wurden mit einem Umsatzpotenzial von knapp 14 Millionen. Und von diesen anderen 5.000 sind aber 92% auch bestätigte C-Kunden mit einem Umsatzpotenzial von 4,7. Und da sieht man schon, das sind natürlich extrem interessante Zahlen. Das wäre es von meiner Seite. Ich ende sehr, sehr gerne immer wieder mit dem Zitat vom Professor Dr. Jens Nachtwey. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Der hat irgendwann mal auf einer Veranstaltung, glaube ich, gesagt, Vertrieb ist Vollkontakt, die Interessenten werden nicht durch Tweets und Posts zum Kunden. Dem mag ich mich nur anschließen. Ja, digital, Social, alles ganz, ganz wichtig. Aber am Ende des Tages, also nur durch Tweets und Posts und digital wird man doch auch nicht verkaufen. Also der intelligente Mix macht. Das wäre es von unserer Seite gewesen. Ich schalte jetzt gern auch mal Sie telefonisch dazu, damit Sie uns Fragen stellen dürfen. Wobei ich hier, Florian, eine Frage im Chat reinbekomme. Die sinngemäß lautet, ob du bzw. Honeywell denn, also ob das mittelfristige Ziel auch ist, ich sag mal jetzt quasi den Umsatz so zu halten, oder ob es in dem Segment tatsächlich auch richtiges Wachstum angestrebt wird. Ja, okay. Also wir versuchen natürlich in dem Segment Sekunden weiter den Umsatz auszubauen, ohne Frage. Wenn ich mir den Gesamtmarkt anschaue, ich glaube, darauf zielt die Frage hinaus, der Gesamtmarkt zeigt uns, dass der Bedarf erhöht ist. Das heißt, wir haben eine gute Umsatzentwicklung bei den mittleren und größeren Kunden. Es ist auch Gott sei Dank so, dass wir mit den größeren Kunden schneller wachsen, als wir mit den C-Kunden verlieren bzw. verloren haben. Für uns ist es aber wichtig, eben sich nicht nur, und das war der Einstieg deiner Präsentation, Philipp, sich nicht nur mit den großen Kunden zu beschäftigen, sondern eben auch Serviceleistungen für ein C-Kundensegment zur Verfügung zu stellen. Okay, Dankeschön. Ja, die Kanäle sind offen. Hat noch jemand Fragen an den Florian Stolz, an mich? Bitte gerne raus damit. Gütermann hat eine Frage. Herr Gütermann. Also ich hab diesen wunderbaren Satz jetzt gerade gelesen, ich wiederhole ihn nochmal. Für C-Kunden benötige ich A Leute und A Lösungen. Das ist natürlich klar, wenn ich die besten Leute da draufsetze, dann werden die auch sicherlich einen Erfolg haben. Ist es die Frage natürlich, ob das auch wirtschaftlich zu betreiben ist? Also ich würde das A-Kompetenz und A-Lösungen, das ist jetzt ja für mich weniger, es ist ja eine Frage der Methodik, die ich auch drunter lege. Also ich denke, mit der Aussage, die der Belz und der Schmitz hier getroffen haben, Herr Gütermann, die zielt halt schon sehr, sehr stark darauf ab, dass man sagt, man macht es nicht nebenbei. No, weil das ist ja, also wenn ich jetzt an Gespräche mit Kunden denke, da sind immer wieder mal so Themen dabei, wo man sagt, naja, und wenn die da dann keine Zeit haben, dann können sie ja auch die C-Kunden betreuen. No, also das ist so eine ganz, ganz typische Formulierung, auf die ich ganz oft treffe, wenn ich mit Firmen spreche. Und das ist dann was, wo ich dann einfach sage, okay, also das wird einfach nicht funktionieren. Ich würde es jetzt mit A-Lösungen und A-Teams nicht unbedingt auch so Werten festmachen und sagen, für die Besten, weil es beinhaltet für mich sowas Wertendes. Also wer ist besser? Key-Accounter, der im Außendienst einen großen Kunden gut handelt, oder vielleicht auch ein richtig guter Inside-Sales-Mitarbeiter, der im Kleinkundenmanagement einen verdammt guten Job macht. Also da würde ich jetzt in meiner Welt irgendwie nicht schwer tun, und zu sagen, ich werte, wer ist jetzt besser oder schlechter oder sowas in der Richtung. Ich glaube, was die zwei Herrschaften damit ausdrücken wollen, geht im Grunde darum, nicht nebenbei machen, es braucht feste Aufgaben, es braucht feste Verantwortlichkeiten und ja, es braucht natürlich qualifizierte und kompetente Leute und saubere Prozesse dahinter. Also so ist meine persönliche Interpretation. Okay. Ich auch so unterschreibe. Okay. Sonst noch Fragen? Von meiner Seite nicht. Dankeschön. Okay. Dann würde ich... Ich denke, Florian, dann haben wir wahrscheinlich vieles richtig gemacht, hoffe ich. Schweigen heißt Zustimmung, so habe ich es gelernt. Ob es immer so ist, weiß ich nicht. Nicht geschimpft ist Luft genug, ne? Wie man genau. Im Schwabenland so schön sagt. Genau so ist es. Dann ein herzliches Dankeschön meiner Seite. Ganz, ganz großes Danke an dich nochmal, Florian, dass du heute dabei warst. Dann ganz lieben Dank auch an unser Team hier innen, an die Jasmin, an die Vero und Günther, alle, die da in der Vorbereitung zu den Webinaren auch mit tätig waren. Ja, habt ihr toll unterstützt. Und in dem Sinne, gute Woche, einen schönen Abend. Schön, dass Sie da waren. In Kürze gibt es das Webinar aus Webcast, wird es auch digital nochmal zur Verfügung stehen. Ich danke Ihnen und einen schönen Abend.